25. Mai, 22.29 Uhr. Arjen Robben schießt das entscheidende 2:1 für den FC Bayern. Der Champions-League-Titel wandert endlich wieder nach München. Diese und viele andere unvergessliche Momente hat René Hiepen in seinem Film Wembley, Football is Coming Home auf die Leinwand gebracht. Die Idee dafür entstand ganz spontan. Ich habe wie jeder andere Fußballfan wahrscheinlich zu Hause mit Freunden bei einem guten Kaltgetränk das Spiel angeschaut und dann plötzlich ging es los. In mir brodelte irgendwie die Inspiration und da was daraus zu machen, weil dieses deutsch-deutsche Finale, aber speziell die Geschichte des FC Bayern München in dem vergangenen Champions League-Jahr so besonders ist. So ein Drehbuch kann man eigentlich nicht schreiben. Und dann ja, ist es einfach passiert an dem Wochenende, dass ich das weiter verfolgt habe, der Idee nachgegangen bin. Montags habe ich mit dem Chef von Warner Bros. Telefoniert, eben die Idee vorgestellt. Eine Woche später saß ich mit Bayern am Tisch und dann haben wir das Ding ans Laufen gebracht. Vom grünen Rasen auf den roten Teppich. Die vergangene Saison war auch für die Spieler eine emotionale Achterbahn. Hier ist das Ding! Da ist das Ding! Da ist das Scheiße! Hauptdarsteller im Film, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Ich meine, wir wissen natürlich ganz genau, wie alles passiert ist, aber so das ein oder andere Bild werden wir vielleicht sehen, was wir auch noch nicht gesehen haben. Und das macht dann das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner, die Erinnerung. Der Film ist für Männer, doch auch Frauen werden nicht enttäuscht sein. Wenn sie schöne Männerbeine mag, muss sie in diesen Film reingehen. Und wenn sie Emotionen mag, dann muss sie auch in diesen Film reingehen. Und wenn sie gute Musik mag, wie die von Frieda Gold zum Beispiel, unserem Soundtrack, dann muss sie auch reingehen. Also es gibt viele Gründe für Frauen, mit oder ohne Mann ins Kino zu gehen. Der Soundtrack kommt von Frieda Gold, die auch oft solche Emotionen auf der Bühne spüren. Wir haben gar nicht so wirklich mitgearbeitet und wir wurden gefragt, ob wir unseren Song hergeben und wir haben gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, es ist einfach so, dass wir die Leidenschaft teilen, die eben da auf dem Platz stattfindet, bei uns eben auf der Bühne. Also ich glaube, das ähnelt sich einfach viel, viel mehr, als man manchmal denkt. Und gerade unseren Song Liebe ist meine Rebellion eben für so emotionale und leidenschaftliche Momente dann bereitzustellen, das war uns eine große Ehre und wir freuen uns sehr auf den heutigen Abend, ja. Wembley, Football is Coming Home, ist ab Donnerstag in ausgewählten Kinos.